Auf der diesjährigen Tokyo Game Show hatten wir erstmals Gelegenheit, uns mit Sonys PSP zu beschäftigen. Von Autorennen über Mech-Ballereien bis hin zu Geschicklichkeitsspielen konnten satte 20 Titel angezockt werden. Die interessantesten davon zeigen wir euch jetzt. Da wir die Spiele direkt von den Displays abfilmen mussten, ist die Qualität der Aufnahmen leider etwas schwankend, was nicht zuletzt daran liegt, dass Sony echt merkwürdige Fernseher in die Displays eingebaut hat. Naja, vielleicht wird's nächstes Jahr etwas besser. Den Anfang macht Need for Speed Underground Rivals, das übrigens das einzige Spiel eines nicht-japanischen Herstellers war, das angezockt werden konnte. Wie in den Versionen für die großen Konsolen übernehmt ihr die Rolle eines Nachwuchsrennfahrers mit großen Ambitionen. Im fertigen Spiel soll es 10 große neu designte Kurse geben, die ihr mit japanischen und amerikanischen Autos entlangbrettern könnt. Tuning-Möglichkeiten wird es natürlich auch geben. Abgesehen von stellenweise derben Ruckelanfällen sah Need for Speed Underground schon ziemlich gut aus. Mir hat's gefallen. Hier seht ihr jetzt Armored Core Formula Front. Was auf den ersten Blick wie eine ganz normale Mech-Ballerei aussieht, ist in Wirklichkeit ein Taktikspiel mit viel Tiefgang. Ihr steuert die Kampfroboter nämlich nicht selbst, sondern seid für die Auswahl der Waffen und das Verhalten der Piloten zuständig. Habt ihr alle Einstellungen vorgenommen, geht's ab aufs Schlachtfeld, wo sich euer Team automatisch mit anderen Mechs herumprügelt. Ihr seht es ja gerade. Eines der kommenden Rollenspiele für die PSP trägt den Namen Garkhave Trilogy. Dieses Spiel ist die Umsetzung eines gleichnamigen PC-Rollenspiels von Falcon. Der Spieler übernimmt dabei die Rolle des jungen Juno und des Mädchens Chris, die sich auf einer Pilgerfahrt durch insgesamt 8 Länder befinden. Ähnlich wie bei Knights of the Old Republic beginnen die Charaktere automatisch zu kämpfen, wenn sie einem Feind begegnen. Kommandos könnt ihr während des Kampfes über ein Menü eingeben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen war Garkhave Trilogy oder wie auch immer man das ausspricht schon fast fertiggestellt. Wir sind jedenfalls gespannt, ob das Spiel in Deutschland veröffentlicht werden wird. Hier seht ihr nun den optisch beeindruckendsten PSP-Titel der Tokyo Game Show. Was als namenloses PSP-Technik-Demo auf der letzten E3 begann, hat sich zu einem optisch beeindruckenden Spiel gemausert. In der Rolle eines noch namenlosen Helden kämpft ihr in Coded Arms in einer Cyberwelt gegen Roboter und riesige Insekten, wie ihr es hier gerade sehen könnt. Die Steuerung der von uns angespielten Demo-Version war gut auf die PSP zugeschnitten, an der Framerate gibt es auch fast nichts zu meckern. Leider hat Coded Arms, das erst zu ungefähr einem Viertel fertiggestellt ist, noch keinen Release-Termin erhalten. Wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen, dass Coded Arms auch nach Deutschland kommen wird. Für Freunde des virtuellen Golfsports hatte Sony Hotshots Golf am Start. Die in Japan sehr beliebte Hotshots Golf-Serie, in Europa auch als Everybody's Golf bekannt, feiert nun ebenfalls ihren PSP-Einstand. Trotz der Cartoon-Charaktere und der Möglichkeit, den Spielfiguren verrückte Klamotten anzuziehen, verbirgt sich hinter Hotshots Golf eine durchaus ernstzunehmende Golfsimulation. Die Spielmechanik ist dabei 1:1 aus den PlayStation 2 Versionen übernommen worden. Grafisch wird auch einiges geboten. Nette Echtzeitkamerafahrten und schöne Schwenk- bzw. Zoom-Funktionen machen Hotshots Golf schon jetzt zum bis dato hübschesten Golfspiel für unterwegs. Stets dicht umlagert war der PSP-Auftritt des grimmigen Solid Snake. Sein neuestes Abenteuer, Metal Gear Acid, spielt zeitlich nach den Ereignissen von Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Anstatt ein weiteres, in Anführungszeichen normales Metal Gear zu produzieren, sind die Entwickler bei Acid einen anderen Weg gegangen. Anstatt wie gehabt durch ein Action-Adventure zu schleichen, präsentiert sich Acid als rundenbasiertes Kartenspiel. Um euch durch das Abenteuer zu bewegen, habt ihr eine vorgegebene Anzahl von Aktionspunkten, die ihr oben rechts in der Ecke seht. Wollt ihr euch bewegen oder eine der vielen Aktionskarten spielen, kostet euch das Aktionspunkte. Die meisten der Karten haben dabei mehrere Funktionen. Entweder ihr setzt die Karte ein, um bestimmte Aktionen wie zum Beispiel Ballern oder Hangeln auszuführen, oder ihr opfert die Karte, um euch zu bewegen. Neben den aktiven Karten gibt es auch noch Karten, die ihr in Snakes Ausrüstungsslots stecken könnt. So schützt ihr euch mit einer Body Armor Karte vor feindlichen Treffern oder spielt eine AK-47 Karte, damit Snake Gegenangriffe startet, wenn die Feinde ihn unter Feuer nehmen. Habt ihr alle Aktionspunkte verbraten, könnt ihr beobachten, was eure Feinde so treiben, so wie jetzt. Trotz gewisser Sprachprobleme und der ungewohnten Spielmechanik macht Metal Gear Acid einen sehr vielversprechenden Eindruck. Acid lässt sich am besten als rundenbasiertes Metal Gear mit einer Spielmechanik, die leicht an Phantasy Star Online Episode 3 erinnert, bezeichnen. Auf jeden Fall ungewöhnlich, aber keinesfalls schlecht.
Bei Namco's Tales of Eternia handelt es sich um ein Remake des gleichnamigen PS1-Rollenspiels. Leider konnten wir den Hauptcharakter namens Rid Herschel nur durch zwei Locations steuern. Sound oder Kämpfe waren noch nicht eingebaut. Trotzdem hat mir vor allem die schöne Knuddeloptik mit ihren satten Farben sehr gefallen. Bis Tales of Eternia erscheint, wird's wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Bei Capcom hat man sich dafür entschieden, die Vampire-Serie, die außerhalb Japans als Darkstalker bekannt ist, neu zu beleben. Vampire Chronicle: The Chaos Tower stellt dabei eine Art Best-of der bereits erhältlichen Serienteile dar. Insgesamt werden 18 Kämpfer und 5 Spielmodi im fertigen Spiel enthalten sein. Die 6-Knopf-Steuerung ging schon sehr gut von der Hand, die geschmeidigen Animationen und die detaillierten Hintergründe zeigen deutlich, dass die PSP auch im 2D-Bereich einiges auf dem Kasten hat. Für Freunde des gepflegten Action-Rollenspiels ist Tenshi Nomon sicher interessant. Als schwertschwingender Jüngling verprügelt ihr unzählige Feinde und züchtet euren Charakter zu einem Superkämpfer heran. Über die Hintergrundgeschichte ist leider noch nichts bekannt. Trotzdem haben mir die dynamischen und technisch äußerst beeindruckenden Kämpfe sehr viel Spaß gemacht. Spielerisch erinnert Tenshi Nomon ein wenig an die Onimusha-Serie bzw. Dynasty Warriors. Sobald es mehr zu diesem Titel gibt, erfahrt ihr es bei uns. Die in Japan unglaublich populären Dynasty Warriors hatten ebenfalls einen PSP-Auftritt. Und was soll ich euch sagen, es spielt sich ganz genau wie immer. In endlosen Kämpfen tobt ihr über ein riesiges Schlachtfeld und knüppelt Armeen im Alleingang nieder. Das etwas abwechslungsarme Gameplay ist sicherlich Geschmackssache, in Japan wird Dynasty Warriors aber mit Sicherheit ein Hit. So, jetzt kommen wir zur PSP-Granate schlechthin, dem Spiel, auf das ich als Arcade-Racer-Fan lange warten musste. Die Rede ist von New Ridge Racer, das mir von allen PSP-Titeln am besten gefallen hat. Die Grafik läuft super flüssig, die Steuerung ist ebenfalls super, aber was noch viel wichtiger ist, es spielt sich genau so wie die alten Ridge Racer-Teile. Das bedeutet, heizen bis die Schwarte kracht und in den Kurven ordentlich driften. So, damit wären wir auch schon am Ende unseres kleinen PSP-Überblicks angekommen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und möchte euch abschließend noch auf den PSP-Artikel im Mobilteil des Heftes aufmerksam machen. Bis bald!